Ach, schon viel besser. Sissi, die vierte. Ja? Geboren und wunderschön. Aldemar HD. Toll. Ah, wir haben Strom. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Subnautica. Letzte Folge ist uns der Strom ausgegangen. Jetzt können wir endlich den Zyklopen bauen. Ja, da ist einiges dazwischen gekommen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da bauen wir mal gerade die ersten Komponenten fertig. 1. 2. 3. 4. 5. Ah. Gott sei Dank. 1. Wir kommen bei, Alter, mal zählen. 2. Habe ich mehr? 2 oder 3? 3. 4. 5. Sehr gut. Okay, dann brauchen wir jetzt nochmal. Wir brauchen ein Dingens. Ein Computerchip. Computerchip. Mann, da war da noch irgendwas. Schmieröl, ne? 2 Stück, glaube ich. Da ist sogar noch 1. Computerchip ist gebaut. Dann brauchen wir Gold. 2 Stück. Gold, 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 Schmieröl. Dafür haben wir, glaube ich, überhaupt keinen Platz. So, mal gucken, ob das reicht. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. So, das müsste reichen. Der große Moment. Wir bauen. Wir bauen den Zyklopen. Es war wirklich schwer, die Teile zu finden. Zuletzt haben wir die Teile gefunden in, ich weiß es gar nicht. Überall haben wir gesucht. Ich glaube, die letzten Teile haben wir gefunden, hinterm, Pilzbiom, glaube ich. Überall lagen die rum für die Seemotte. Das war wirklich einfach ein ewiges Gesuche. Gerade diese Brückenfragmente. Okay. Okay, was ist los? Achso. Scheint kaputt zu sein. Wir drehen uns im Kreis, guck mal. Oh, wir werden immer schneller. Wir drehen uns immer schneller, oder? Nee. Oh, Scheiße, Alter. Nee, lieber nochmal. Scheiße, es geht nicht mehr. Was ist denn da los? Dann springe ich da halt so drauf. Ich gehe nämlich auch. Na, bist du wohl. Das ist geil, ne? Guck mal, das geht. Eine Riesenstation, die schwimmt und sich bewegt. Und ich kann drauf rumlaufen. Ich hoffe, das gibt es bald auch mal. So. Zyklop. Oh, oh, oh. Oh, fällt auf meinen Rettungsport. Guck mal, der qualmt auch schon voll. Ah, da ist sie. Wunderschön. Es dauert länger, dass sie gebaut wird jetzt, glaube ich. Komm, wir gucken mal, wie sie ins Wasser fällt, oder? Ah, guck mal. Ist sie nicht schön? Noch, kann noch keine sie? Oh nein, auf die Station, bitte nicht. Oh nein. Oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich weiß jetzt genau, was passiert ist. Oh nee, ist alles gut gegangen. Oh. Oh, wir müssen unbedingt da weg. Schnell. Oh, guck mal, wie riesig die ist, oder? Es ist so toll. Jedes Mal. Nee, es ist Wasser eingebrochen. Scheiße. Welcome aboard, Captain. Müssen nur mal gerade hier wegtauchen. So. Auftauchen. Und geradeaus. Schnell hier weg. Ein bisschen drehen. Ein bisschen drehen. Es dauert halt immer länger. Schneller. Nein, ich bin nochmal aufgesetzt. Aldemar, was machst du denn? Bleibst jetzt hier. Du musst dich erst wieder ausrichten. Die hat ja so, jetzt so eine Schräglage. Okay, schnell hier raus. Oh mein Gott. Mein Gott, Walter. Oh, guck mal. Nein, wir haben keinen Leck. Ist gut gegangen, Aldemar. Ist nur ein bisschen Wasser für die Fische. Tu mal Butter bei die Fische. Tu mal Wasser bei die Fische. Scheiße. Das sieht mir andauernd. Das ist nicht das erste Mal. Mir schon dreimal davor passiert. So, und jetzt noch beim Dingens. Das ist nämlich ein Leck, das nicht durch Dingens verursacht wurde, durch automatische Beschädigung der Hülle, sondern durch Rammen. Ja, das kann also auch passieren. Bin ich gespannt, sobald der Multiplayer da ist, ramme ich eure Stationen. So. Wunderschön. Guck mal, das ist ein bisschen gestiegen auch. So. Okay, wir essen nochmal was. Wir haben Durst auf jeden Fall. Und die können wir mal leer machen. Obwohl, ich lasse die mal voll, dann arbeiten die auch nicht so exzessiv. Ja. So.
Au, was war das? Oh, was ist denn mit uns passiert? Verfaulte Hängefrucht! Da haben wir uns fast getötet! Die verfaulen! Das was ist denn los? Ach, ich habe wieder eine Verfaulte gegessen, ne? So. Oh, Gott, mein Gott. Gott, mein Gott. Okay, haben wir alles, was wir brauchen? Wir brauchen ein neues Messer. Und dann geht Operation... weiß ich nicht. Nee, Operation habe ich vergessen. Geht dann los. Operation habe ich vergessen. Okay. Überlege. Messer. Silikon und Scheiße. Wir brauchen dafür, glaube ich, diese hier für Silikon. Boah, das wird übel, ne? Ey, oh. Silikon. Ich hasse dich. Die sind auch so riesig. So, Silikon ist fertig. Dann brauchen wir zwei Titan. Messerchen. Wow, das ist unser drittes Messer, was wir gerade haben. Also das ist jetzt Messer Nummer 3. Das hatte ich vorher auch noch nie. Zack, ist direkt im Inventar. Okay, wir brauchen Schränke. Auf der Sissi. Wofür brauchen wir Titan ein wenig und Quarz. Die können wir eigentlich auch unterwegs bauen. Ich muss halt auf jeden Fall einen Dingensgenerator bauen. Oh, oh, mal gucken. Ich kann ja jetzt die Solarzellen anbringen, wenn das jetzt geht. Weil beim letzten Mal war das verbuggt und es hat nicht mehr funktioniert. Das war halt super schade. Ja, sage ich jetzt mal. Ich will nicht sagen. Scheiße! Ja, das war wirklich scheiße. So. Jetzt ein bisschen aus der Reichweite fahren. So. Nochmal ein bisschen drehen. Ein bisschen absenken. Ich muss sie noch umbenennen. Taufen zu Sissi. Obwohl, das können wir mal gerade machen. Oder? Nee, Quatsch. Wir bringen erstmal die Solarzellen an. Nicht, dass das danach nicht mehr geht. Ja, ich werde die jetzt auch nicht mehr bewegen, bis wir die ganzen Solarzellen angebracht haben. Nee, es geht einfach nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Ich glaube, die haben das tatsächlich rausgepatcht. Das soll nicht funktionieren. Scheiße, und da hatten wir sogar noch eine. Bei der letzten Sissi. Ja. Schade. Finde ich eigentlich total dämlich, warum das nicht geht. Also, wenigstens Generatoren wie das hier, ja, in die Sissi reinbauen könnten. Naja. Vielleicht haben die ja andere Maschinen oder so. Der Antrieb halt. Ach, schade. Müsste zwei Stromsorten haben, die Sissi. Einmal Energie zum Bauen und dann Antriebsenergie. Okay, das ist doof. Dann müssen wir wieder... Oh, Kacke. Wir müssen wieder auf Dingens umsteigen. Guck mal, das geht halt gar nicht. Ist halt schade, ne? Ist halt echt, echt doof, ne? Können wir denn in die Nähe von dem Pylon fahren, Energietransmitter, und dann aufladen? Ja, okay. Wir müssen... Nein, sind noch alle voll, ne? Wir haben sogar volle Energie. Und fertig ist die Ramrod Infanterie. Nein, wir müssen hier die Module bauen. Das Energy Efficiency haben wir ja. Dann brauchen wir noch drei Druckdinger. Drei Stück. Und dann müssen wir noch ein paar Energiezellen bauen. Auf Vorrat. Na gut. Operation muss warten, aber wir könnten noch taufen wenigstens. Wir taufen, wir taufen, wir taufen, wir taufen. Sissi. Sissi, die vierte. Wunderschön. So. Was war sie denn? Die war lila, ne? Oder war sie pink? Pink war sie doch. Stripe? Der Stripe war nicht so weiß. Passt nicht so richtig, finde ich. Wir müssen mal gucken, was sonst noch. Schwarz passt gar nicht. Sonst müssen wir wieder auf weiß gehen. Machen wir erstmal auf weiß. Weiß. Name in weiß. Oder in schwarz. Guck mal gerade. Ist das hier die vierte? Was aussieht? Oh nein, falsch rum. Lalalalala, das ist nicht so richtig. Das ist nicht so richtig. Stripe 1. Achso, oh, ich sehe nichts mehr. Stripe 1, Stripe 2. Stripe. Achso, oh. Achso, Stripe 1, Stripe 2. Stripe 1, Stripe 2. Strike, Strike. Name schwarz. Ah, besser. Der weiße sieht auch komisch aus, oder? CC die vierte. Ich glaube, das müssen wir in weiß machen. Und der Streifen in weiß, das sieht aus wie eine Kuh. Nein, das habe ich nicht so gemeint. Du bist keine Kuh. Du bist meine kleine Sissi. Meine wohlgeformte, wunderschöne Sissi. So. Okay. Dann machen wir den Namen in weiß und die Streifen auch in dieser Farbe.
gucken, wie das aussieht. Vielleicht ein bisschen schwarz rein. Ja, egal. Der Streifen ist ein bisschen unterschiedlich. Ach, schon viel besser. Sissy, die vierte. Ja? Geboren und wunderschön. Wir finden sie überall wieder. Jetzt brauchen wir Energiezellen. Hurra. Eigentlich könnte ich auch erstmal das Dingensbiom finden. Das, wie heißt es denn nochmal? Ach, scheiße, wie heißt es denn nochmal? Das Blutkelbiom. Das Blutöl. Blutölbiom. Ich weiß ja ungefähr, wo das ist. Wir müssen das nur wiederfinden. Ich muss einen Beeper bauen. Erstmal bauen wir jetzt gerade Batterien, oder? Ich habe eigentlich gar keinen Bock. Komm, wir bauen jetzt die Druckausgleichsdinger und dann gehen wir auf die erste Erkundung. Ohne Energiezellen. Die können mich mal alle. Ich habe sogar noch eine auf Vorrat, ist doch okay. So, das konnte ich nicht bauen. Ich brauche aber Glas für Schränke. Für Schränke. Damit wir wenigstens zwei, drei Schränke erstmal bauen. Für den Transport von eingelagerten Materialien. Zwei Stück. Das sind zwei Schränke ungefähr. Dann brauchen wir jetzt Druckausgleichskomponenten. Die finden wir. Wo eigentlich? Die waren doch vorher mal hier. Oh, das ist jetzt echt ein Rätsel. Ich kann sie doch schon bauen. Okay, lass mich mal gerade überlegen. Kann ich das vielleicht nur auf der CC selbst bauen? Komm, wir bauen da mal einen Fabrikator. Ich darf auf keinen Fall bauen auf der CC. Also was heißt auf keinen Fall? Ich muss mir das auf jeden Fall, ich muss mich da zurückhalten. Ja, ich muss mich da auf jeden Fall zurückhalten. Weil das kostet alles Strom. Kostet alles Strom. Kostet alles Strom. So. Vielleicht kann ich die hier bauen. Da sind sie doch. Ja, hier geht das. Schade. Plaststallbahn. Egal, bauen wir. Das geht schnell. Vielleicht. Da ist sogar noch Schrott. Nehmen wir mit. Plaststallbahn. Wir brauchen drei Stück. Wir machen drei Stück davon. Oder wenigstens zwei. Ne, wir machen drei. Ich will auf jeden Fall direkt tief tauchen. Der Energietransmitter heißt der. Nicht Energiepylon. Energietransmitter. Womit wir den Strom langlegen können. Den finden wir irgendwo tief unten. Unter den Floater Islands oder so. Wurde mir gesagt. Da müssen wir mal gucken, ob wir die da auch finden. Guck mal hier. Ganz tief vergraben. Metallschrott. So, wir gehen mal zurück. Jetzt sind wir sowieso gleich voll. Sehr gut, sehr, sehr gut. Es ist wieder Nacht, jetzt haben wir wieder keinen Strom. Oh! Guck mal, wie das aussieht. Wie das Licht da unten rauskommt. Super, oder? Ich brauche noch keine Lampen anbringen. Sonst haben wir hier Disco. Abends, wenn der Strom mal wieder ausgeht. Und geht der runter, der Strom? Ne, geht hoch. Gott sei Dank, ist alles aufgeladen. Okay. Achso. Glück auf. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Titan. Plaststall machen. Wir gucken mal, ob wir hier noch überall Titan rumfliegen haben, ja. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Das haben wir schnell fertig. Lithium hoffentlich auch noch zwei Stück oder drei. Drei wollen wir haben. Drei Stück. So, jetzt nochmal neun. Nochmal neun. Da ist kein Lithium. Da war aber das andere Modul. Da ist ein Lithium. Da müssen wir jetzt, glaube ich, ins Dingensbiom fahren. Ins Pilzbiom. Und da, guck mal. Wenn man vom Teufel spricht. Und holen da kein Lithium. Weil wir genug haben. So, Plaststahl machen. Glasstahl. Glasstahl. Und noch eins. Und dann holen wir das Modul noch gerade aus dem Schrank. Ah, wo ist es denn? Ah, ja, sehr gut. So, jetzt an Bord, Sissy. Oh, Franz, gleich wirst du wieder mit deiner Freundin vereint. Mit deiner geliebten Sissy. Franz. So, Sissy, Franz. So, das ist doch. Sehr gut. Drei Stück. Sehr gut. Ich weiß noch am Anfang. Boah, war ich da doof. Boah, war ich da doof. Aber das bin ich ja eigentlich generell. Hä? So. Wow. Energieeffizienz nun bei 400%. Vorher loszufahren wäre auch echt dämlich gewesen. Sichere Tiefe nur bei 500. Zerstörungstiefe 600. Sichere Tiefe nun 700. Zerstörungstiefe 800. Yeah. Geil. Geilo. Hey. Hey, hey, hey. Ach, die Seemotte ist angedockt. Gut, dann reparieren wir die noch gerade. Ich muss auch gucken, ob ich nicht Bäume anpflanzen kann auf der CC. Das müssen wir auch mal gerade probieren. Was brauche ich denn nochmal dafür? Innenbeetkasten. Habe ich noch alles? Was stand da? Achso, ich dachte, ich muss Platzstall für die Beetkäste. Was soll denn dämlich? Jetzt müssen wir nochmal reparieren. Oh, nur zwei Energie. Das ist aber doof.
Oh ne, ich glaube, das geht hier drin. Wird das auch hier drin repariert? Nein, ich wollte gerade sagen. Ah, da ist sie. So. Oh, jetzt ist das Geilste überhaupt. Diese Andockbuchten sind so toll. Ach, das war's. Na gut. Andocken! Woo! Sissi, Franz! Sissi! Sissi! Die sind wieder vereint. Sie sind wieder vereint hier. Könnt ihr euch in Ruhe unterhalten. So. Inbetkasten. Brauchen wir? Wir haben Hunger. Ich glaube, der kommt hier hin. So in die Mitte. Bestimmt toll aus. Wie sieht's denn hier aus? Passt der hier hin? Oh, hier ist auch cool, oder? Dann gehen wir immer hier durch so ein paar Bäume durch. Sehr schön. So, dann holen wir gerade ein paar Hängefrüchte. 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 So, wir gehen aber hier raus. Ihr könnt auch die hier bauen. Guck mal. Was brauchen wir dafür? Titan? Titan. Geil, wir bauen hier überall Blumen rein. Dann gehen die auch gleich alle unter, ey. Das Blumenschiff. Geil. So. Okay, wir brauchen Titan. Titan, 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 Titan. Wir wollen ja auch Schränke bauen. Schränke. So, wir bauen noch eine Glasscheibe, können wir noch machen. Okay, was wollte ich machen? Achso, Hängefrüchte. Machen wir mal zwei Stück. Jetzt wusste ich auch, warum ich die nicht anbauen konnte beim letzten Mal. Weil die verfault waren. Ja, die waren verfault. Ich musste gerade überlegen, was ich sagen wollte. Das habe ich ja immer. Und dann waren die halt verfault. So. Okay. Anbauen. Drei Stück erstmal. Wir können ja das vierte irgendwie selbst dingsen. Überlegen, was wir da noch reinpacken. So. Wunderschön. Guck mal, Sissi. Bist du nicht hübsch? Bist du nicht hübsch? Meine Güte. Aber wir müssen noch gucken, was ich hinsetze. So, Leute. Ich muss sie abspeichern. Nächste Folge startet die Expedition zu, weiß ich nicht, Tiefen. Wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Oder vielleicht doch. Wir werden ja sehen. Also bis dahin, Leute. Haut rein.